Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit dem Thema der Epigenetik. Die zelluläre Funktion des menschlichen Genoms ist nur denkbar, wenn neben dem genetischen Code auch gleichzeitig gewährleistet ist, dass Gene sinnvoll in ihren einzelnen Geweben exprimiert werden, das heißt abgelesen werden können. Somit ist die Epigenetik ein Teil der Genregulation und es basiert auf der Veränderung der Erbsubstanz anhand biochemischer Modifikationen, die im Folgenden vorgestellt werden. Die Epigenetik beschreibt die Änderung der Erbsubstanz, die Einfluss haben, also auf die Funktion eines Gens. Nicht in jedem Gewebe müssen alle Gene gleichzeitig abgelesen werden, sondern speziell in bestimmten histologischen Geweben müssen nur ein Teil der Gene ihre Aktivität haben. Die eigentliche Basenfolge der DNA, also die eigentliche Erbsubstanz, das Chromosom, das Gen bzw. das einzelne Allel bleibt durch die epigenetischen Einflüsse unverändert. Das heißt, der eigentliche genetische Code ist und bleibt unverändert, aber an der DNA selber werden biochemische Modifikationen vorgenommen. Aufgrund der Weitergabe der epigenetischen Faktoren im Rahmen der Zellteilung an die nächste Zellpopulation wird die Epigenetik häufig auch als der zweite genetische Code bezeichnet. Heute kennen wir die wichtigsten epigenetischen DNA-Modifizierungen, als das sind die Methylierung, die Histonacetylierung und die sogenannte interferierende RNA. Im Folgenden wird aufgrund der Bedeutung in erster Linie auf die Methylierung eingegangen. Zur Erinnerung ist hier nochmal dargestellt, wie ein Gen als solches rein schematisch strukturiert ist. Ein Gen hat eine bestimmte Basenlänge, ein kleines Gen in der Größenordnung von 1000 Baren, ein großes Gen wie das Dystrophin-Gen im Bereich von Millionen Basenpaaren. Aber alle Gene sind im Prinzip gleich strukturiert. Das heißt, sie haben ein Startkodon, was für die zelluläre, für die kernablaufende Ableseeigenschaften der DNA erkannt wird, dieses Startkodon, welches immer die Buchstabenfolge trägt, ATG, und am Ende ein Stopcodon. Das Ganze ist das Gen und dieses wird abgelesen und im Folgenden dann zu einem Eiweißmolekül umgeformt. Jetzt gibt es Besonderheiten, die die Methylierung der DNA betreffen. Wir unterscheiden da zwischen der Hypomethylierung und der Hypermethylierung. Bei der Hypermethylierung ist an der DNA eine Methylgruppe angelagert, eine CH3-Gruppe angelagert, die die Funktion hat, das nachfolgende Gen in seiner Eigenschaft stillzulegen. Das bedeutet, dass dieses Gen im Ablauf des zellulären Prozesses nicht abgelesen wird. Hier ist zunächst einmal ein Beispiel gezeigt, wo es zu einer Hypomethylierung kommt. Es sind an der DNA keine Methylgruppen angelagert und das bedeutet, dass das Gen in seiner Funktion vollständig abgelesen werden kann. Haben wir als nächstes eine Hypermethylierung an der DNA, wie es hier gezeigt ist oder auch hier gezeigt ist, dann führt es dazu, dass die Nukleasen, die im Zellkern arbeiten, diese biochemischen Stellen erkennen und das Gen im weiteren Verlauf nicht abgelesen wird und dieses Gen dann eben auch nicht zu einem Eiweißmolekül umgeformt werden kann. Bereits 1942 beschrieb erstmals Conrad Wennington die Epigenetik als the branch of biology which studies the causal interactions between genes and their products which bring the phenotype into being. Bereits also 1942 wurde das erstmalig in dieser Form so beschrieben. Und das Besondere ist bei der Epigenetik, und das ist im Folgenden gezeigt, dass die DNA-Methylierung
zunächst einmal von den mütterlichen bzw. väterlichen Geschlechtszellen weitergegeben wird und erst im Folgenden, nämlich nach der Vereinigung von Eizelle und Samenzelle zu einer Zygote, das DNA-Methylierungsmuster einer Zelle sich ändert. Mit anderen Worten, es wird ein charakteristisches Methylierungsmuster in der einzelnen Geschlechtszelle zunächst einmal weiter vererbt und in utero erfolgt dann eine erneute Prägung des epigenetischen Musters in der neu erzeugten Eizelle. Zunächst einmal nimmt das DNA-Methylierungsmuster ab, das heißt eine Hypermethylierung reduziert sich, die Methylgruppen werden abgespalten und zum Zeitpunkt der Einnistung der Eizelle beginnt in utero der Prozess eines neuen DNA-Methylierungsmusters bei den kindlichen Zellen. Und im Laufe der Differenzierung findet in den einzelnen histologischen Zellen ein unterschiedliches Methylierungsmuster statt, welches dann aber von der einzelnen spezialisierten Zelle auf die nächste Zelle wieder so weitergegeben wird. In der Humangenetik kennen wir klassische epigenetische Erkrankungen. Hier soll eine kleine Auswahl nur gezeigt werden, wie zum Beispiel das Angelman-Syndrom oder Prader-Willi-Syndrom, wo es zu einer Hypomethylierung kommt auf dem Chromosom 15q11.2. Was heißt, dass Methylgruppen an dieser Stelle nicht mehr vorhanden sind, dass Gene abgelesen werden, die vorher nicht abgelesen wurden. Und dieses Phänomen, dieses Syndrom ist mit spezifischen Fehlbildungen assoziiert, wie kognitive Behinderung oder Hyperaktivität. Ein weiteres Beispiel ist das Beckwith-Wiedemann-Syndrom, wo es in 5% der Fälle zu einer Hypermethylierung eines Gens kommt, welches heißt H19, und bei einer Biallelenexpression mit dem intrauterinen Growth Factor 2 ein Großwuchs stattfindet, beziehungsweise eine vermehrte Tumorbildung einsetzen kann. Oder ein weiteres Beispiel, das Silver-Russell-Syndrom, wo in 40% der Fälle es eine Hypomethylierung auf dem Chromosom 11 des väterlichen Chromosomen stattfindet. Das ist eine Auswahl klassischer humangenetischer Erkrankungen, die auch heutzutage routinemäßig untersucht werden. Aber nichtsdestotrotz findet eine Hypermethylierung oder auch eine Hypomethylierung auch unabhängig von Krankheiten im Genom statt. Wir können an dieser Stelle zunächst einmal festhalten, dass die epigenetische Prägung in Uterus festgelegt wird, dass das korrekte Methylierungsmuster durch die Zellteilung hindurch getreu aufrechterhalten wird und dass dieses Methylierungsmuster an frisch kopierte DNA auch an dieselben Stellen wie die neuen Methylgruppen anhängt. Der wesentliche Unterschied zum eigentlichen Genom ist, dass diese epigenetische Prägung auch durch Ernährung und durch Umweltfaktoren beeinflussbar ist. Wir kennen ein Beispiel aus der Kriegszeit, dem Hungerwinter 1944, 1945, als auch schwangere Frauen in den Niederlanden an Hungersnot litten. Und dies hat zu Effekten geführt, die auch später noch nachweisbar sind und in einer niederländischen Studie an 60 Kindern gezeigt worden ist. Durch die Mangelernährung ist in der intrauterinen Entwicklung bei Frauen, die in dieser Zeit schwanger waren, ein wichtiger Wachstumsfaktor, das Insulin-like Growth Factor 2, angeschaltet worden, was sozusagen als Kompensation der Mangelernährung trotzdem ein Wachstum des Embryos gewährleisten sollte. Und diese niedrige Methylierung, der niedrige Methylierungsgrad ist assoziiert mit einem verstärkten Wachstum, auch unabhängig einer Nahrungszufuhr. Wer innerhalb der 10 Wochen der Embryonalentwicklung also die Hungersnot im Mutterleib durchmachte, trägt auch heute noch die IGF-2-Hypomethylierung. Und auch die Kinder der Betroffenen hatten wiederum Babys mit erhöhtem Krankheitsrisiko, trotz Zeiten des Überflusses. Das heißt, dieses
Muster wurde in Teilen weitervererbt, aber wie wir eben schon gesehen haben, sind die menschlichen embryonalen Zellen in der Lage, zu einem frühen Zeitpunkt ein neues Methylierungsmuster zu generieren. Wir kennen ein weiteres Beispiel aus dem tierexperimentellen Bereich. Hier ist eine sogenannte Agouti-Maus abgebildet, die dadurch gekennzeichnet ist, dass sie in der Regel gelb, fett und krankheitsanfällig ist und dazu neigt, eher und häufiger Diabetes und Krebs zu entwickeln. Die Agouti-Maus zeichnet sich aus eben durch ihre gelbe Fellfarbe, das ist der sogenannte AV-Genlocus. Und wenn dieser nicht methyliert ist, dieser Genlocus nicht methyliert ist, kommt es dazu, dass die Fellfarbe sich gelblich zeigt. Füttert man jetzt eine trächtige Maus mit methylhaltigen Substanzen, dann ist es möglich, dass eine Hypermethylierung erreicht werden kann. Und die Mäuse haben dann wieder das ursprüngliche bräunlich gefärbte Fell, wenn sie eben vor der Paarung und während der Schwangerschaft, wenn die Mütter vor der Paarung und während der Schwangerschaft Substanzen wie Folsäure, Vitamin B12 oder Betain bekamen, also Methyldonoren, die dazu führten, dass das AV-Gen hypermethyliert wurde und damit ausgeschaltet wurde. Wir kennen ein weiteres Beispiel aus dem Bereich der Bienenzucht. Bienenköniginnen und Arbeiterinnen tragen ja im Prinzip das ein und dasselbe Genomen, nur mit dem Unterschied, dass Bienenköniginnen in der Lage sind, Nachwuchs zu zeugen, während Bienenarbeiterinnen unfruchtbar sind. Die Fütterung der Bienenlarven mit Pollen führt dazu, dass in erster Linie Arbeiterinnen entstehen. Füttert man aber Bienenlarven mit Gelee Royal, so hat man eine Fütterung, eine methylgruppenreichhaltige Fütterung und es können Bienenköniginnen entstehen. Im Tierversuch konnte auch gezeigt werden, dass nach Ausschalten von DNA-Methyltransferasen, also die das Methylierungsmuster an der DNA selber durchführen, auch ohne Gelee Royal Königinnen im Prinzip künstlich erzeugt werden können. Aus dem Bereich der Chemikalien sind auch Substanzen bekannt, die das Methylierungsmuster verändern können. Dies sind vor allem Metalle wie Cadmium, Arsen, Nickel, Chrom und Quecksilber, Trichloroethylen oder Trichloressigsäure, Benzol sowie hormonwirksame Chemikalien wie Diethylstilbestrol, Bisphenol A, Dioxin, DDT oder Lindan. Experimentell kann man sehen, hier ist Bisphenol A eingesetzt worden an verschiedenen Organismen wie der Maus, der Ratte oder auch an menschlichen Zelllinien gezeigt. Und hier sind die Gene niedergeschrieben. Und was man sieht, ist, dass man durch eine Exposition mit Bisphenol A das Methylierungsmuster ändern kann. Man kann eine Hypomethylierung zum Beispiel bei der Maus hervorrufen oder man kann auch eine Hypermethylierung hervorrufen, was dann zu einer Stilllegung des entsprechenden Gens führt. Hier ist am Beispiel von dem Metall Cadmium gezeigt, dass das DNA-Methylierungsmuster durchaus veränderbar ist. Wenn wir uns hier einmal die Kontrolle anschauen, wie das Methylierungsmuster eines bestimmten Gens ausschaut, so ist das hier an dieser Stelle angesiedelt. Wird das jetzt in vitro mit Cadmium exponiert, dann steigt das Methylierungsmuster, die Hypermethylierung, signifikant durch die Chemikalie Cadmium. Mittlerweile gibt es auch Wirkstoffe, mit denen man, wie zum Beispiel 5-Azacitidin, mit denen man das Methylierungsmuster auch wieder verändern kann, gibt man diesen Wirkstoff dieser Zelllinie hinzu, so sieht man, dass sich das Methylierungsmuster wieder auf das Niveau der Kontrolle herabsenkt. Dieses Niveau bleibt auch dann erhalten, wenn man neben dem Wirkstoff auch gleichzeitig das Metall Cadmium an dieser Stelle wieder hinzugibt. Man kann also zusammenfassend sagen, dass die Epigenetik
die Gesamtheit der biochemischen Veränderung der DNA darstellt und aufgrund der Effekte, die die Umwelt auf unser menschliches Genom haben können, kann man die Epigenetik auch als das molekulare Gedächtnis von Umwelteinflüssen bezeichnen.